Hallo, herzlich willkommen bei Fidelity. Heute mal draußen hier vor unserer Tür. Ich habe was mit euch vor und zwar, ich würde ganz gerne euch heute mal durch unsere Räumlichkeiten führen. Wir haben heute den 8.3.21, besonderer Tag für uns, denn wir dürfen endlich mal wieder nach, ich glaube, 11 oder 12 Wochen öffnen. Das ist genau heute. Die Sonne scheint, besser kann es nicht sein. Kommt mal mit rein. Ich fange mal direkt hier vorne schon mal an. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben zwei Automatiktüren und hier in der Mitte haben wir den Fernseher The Terrace stehen. Das ist ein Außenfernseher praktisch. Müsst ihr euch vorstellen, den könnt ihr theoretisch im Garten stellen und der ist praktisch wasserfest. Der ist sicher vor Witterungseinflüssen, müsst ihr euch vorstellen. Dann haben wir da unten zum Beispiel auch einen Subwoofer stehen. Ihr seht hier zwei Steine. Das sind Außenlautsprecher, die man nehmen könnte, weil wir eben auch Gärten gestalten, weil wir eben auch Außenbereiche mitgestalten dürfen ab und zu mal. Das ist bei uns der Entree. Kommt mit durch. So, hier seht ihr unseren Empfangstresen. Unschwer zu erkennen. Erik ist gerade dabei, mächtig am Telefonieren. Hier begrüßen wir euch praktisch. Wenn ihr hier reinkommt, ist das der erste Blick, den ihr habt in unser Geschäft rein. Wir haben das bewusst so ein bisschen gedreht. Das kann Lukas vielleicht, ich komme noch mal ein bisschen hier, da kannst du dich noch mal da hinstellen kurz. Nee, dahin stellen kurz, genau. Und zwar die Treppe da vorne. Wir wollten damals, der ursprüngliche Gedanke war, dass wir die Treppe eigentlich in die Mitte bauen. Dass es mal so hochgehen kann, also ganz toll. Da haben wir uns aber nachher gegen entschieden, weil wir gesagt haben, nee, die Treppe da, so ein bisschen asymmetrisch sozusagen im Raum. Das macht mehr Spannung, denn ihr seht ja nicht, was dahinter ist. Zeige ich euch gleich. Aber das war der Gedanke, weil wir oben ja noch unsere Büroräume haben. Das zeige ich euch aber auch gleich noch. Okay, kommt mal weiter durch. Hier ist der Empfangsbereich. Hier ist unsere, in dem Fall jetzt Sonos Lounge. Was passiert hier? Hier könnt ihr, wenn ihr warten müsstet oder wenn wir uns unterhalten wollen, noch wegen Kabeln, wegen irgendetwas, könnt ihr euch gemütlich da hinsetzen. Ihr kriegt eine Cola, ihr kriegt eine Brause, ihr kriegt auch natürlich einen Kaffee oder irgendwas. Das ist alles hier praktisch eine fertige Küche. Dafür gedacht, dass wenn wir miteinander schnacken, dass wir dann dementsprechend auch einen Kaffee darüber trinken können. Fangen wir mal gleich mit den Studios an. Wir fangen jetzt nicht mit Studio 1, sondern mit Studio 2 an. Kommt mal mit durch. Studio 2 war der Gedanke damals, das kennt ihr auch schon von vielen Videos, weil wir drehen ja auch die Vergleichsvideos in den Räumlichkeiten bei uns logischerweise in den einzelnen Studios. Das hier ist schon, sagen wir mal so, eine sehr gehobene HiFi-Klasse, das möchte ich so ausdrücken. Also ihr findet hier drin T&A, ihr findet hier drin die Edge-Serie, ihr findet hier drin auch vielleicht nochmal eine Confidence, ihr findet hier drin das, wirklich das Feinste, muss man schon fast sagen, was Yamaha zu bieten hat, was Canton zu bieten hat und so weiter und so weiter. Was haben wir gemacht in den Räumen? Diese Räume haben wir etwas akustisch angefasst. Das seht ihr hinter mir, das ist ein Diffusor. Das heißt also, Schall tritt drauf und wird praktisch nicht, kommt nicht immer wieder als Welle zurück, sondern es wird einfach sozusagen aufgefächert, dass der Schall weg ist sozusagen. Genau das gleiche hier mit den Vorhängen, das sind etwas schwere Vorhänge, dass ich Hochtoner drin fangen kann, Teppich natürlich dementsprechend. Also ein bisschen angefasst haben wir es, aber nicht so perfekt, dass ihr jetzt sagen würdet, ja gut, aber bei mir klingt es nachher ganz anders, das haben wir nicht. Das haben wir früher übrigens im alten Geschäft gar nicht gehabt. Da hatten wir den großen Vorteil, dass es beim Kunden, also bei euch,
immer besser klang eigentlich als bei uns. Das haben wir hier natürlich ein bisschen abgestellt. Also in den neuen Räumlichkeiten, die wir ja nun 2016 bezogen haben, also auch schon knapp 5 Jahre jetzt hier sind, haben wir natürlich uns darüber natürlich wesentlich mehr Gedanken gemacht. Was haben wir noch drin? Vielleicht kurz gezeigt. Ja, das kann man schwer sehen. Ich hoffe, die Kamera kriegt das so mit. Im Hintergrund hier zum Beispiel ist der DVLE 220 Pro. Den kennt ihr von Film her. Da liegt er denn auf dem Rack eigentlich drauf. Und zwar liegt er da drauf. Jetzt seht ihr ihn mal an der Wand. Dazwischen ist eben auch zum Beispiel die Kala CDR, dann auch Kanton-Lautsprecher und so weiter. Das heißt, wir wollen wirklich versuchen, so viel wie möglich euch zeigen zu können. Und ihr müsst euch vorstellen, alles, was ihr seht, ist scharf geschaltet. Das ist also auch wirklich so, dass man sich jetzt direkt anschmeißen könnte, Musik drüber hört. Genauso hier unten, was ihr seht, von Hegel dementsprechend Verstärker. Hier drüben haben wir als Beispiel hochwertige Technics-Komponenten drin stehen. Und alle sind eben dementsprechend hier mit der entweder Platinum, mit Kanton, mit Baus und Wilkins, wie auch immer, angeschlossen, sodass man es direkt schon mal vorführen kann. Oftmals ist es aber so, dass ihr natürlich sagt, nee, wir wollen ja spezifisch diese Lautsprecher mit dem Verstärker. Das machen wir dann auf Termin, dass wir sagen, klar, das bauen wir euch auf, logisch. Und dann hört ihr euch das an, auch nochmal ein AB-Vergleich mit Lautsprechern. Das machen wir natürlich, aber dass es jetzt erstmal hörbar ist, weil jemand sagt, ich will mal gerne die Konfidenz hören oder ich will mal gerne die 1K oder was auch immer hören. Das wäre möglich an den Geräten, wo wir eben die dann angeschlossen haben. Aber das zeige ich euch noch weiter. Kommt mal mit. Das ist also HiFi hier, Zweikanaltechnik. Viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass wir eben auch Mehrkanaltechnik machen, auch Kinos bauen und Kinos natürlich auch planen. Und da gehen wir jetzt mal rein. So, kommt mit durch. Jetzt wird es ein bisschen dunkel. Das hier ist ich nenne das jetzt mal das Männerkino. Das ist natürlich Quatsch, das finden Frauen natürlich genauso gut. Ihr müsst euch vorstellen, hier haben wir Folgendes gemacht. In diesem Kino haben wir 3 Systeme parallel laufen. Das heißt, wir können hier zum Beispiel zeigen Triad. Wir können zum Beispiel hier zeigen von Kabass die Lautsprecher. Wir können zeigen das CI-Kino von Kev. Gleichzeitig haben wir dann da dran, müsst ihr euch jetzt, das kann man vielleicht auch ein bisschen schwer sehen, aber wir haben dran Arcam, wir haben dran in dem Fall die Vorendstückkombination von Yamaha und wir hätten normalerweise auch noch dran, aber die Receiver sind absolut nicht lieferbar momentan, und zwar die Geschichte von Denon dann dementsprechend. Was haben wir hier noch? Das kann man jetzt vielleicht auch schwer sehen, vielleicht kann Lukas einmal nach oben das Ganze zeigen, und zwar, wir haben hier auch einmal eben Atmos drin verbaut. Das ist in dem Fall ein 7.4.4 Kino, soll heißen nichts anderes, als dass wir 7 Lautsprecher, also seitliche Effektlautsprecher mit dabei haben. Da haben wir übrigens auch ein Video mal drüber gedreht. Das ist noch gar nicht draußen, das kommt erst nach dem Video wahrscheinlich raus, genau, also seht danach, wo wir mal Dipol, Bipol, Direktstrahler erklärt haben. Wir haben mal ein Vergleichskino versucht zu bauen, dass wir gesagt haben, wir nehmen mal große Lautsprecher und etwas kleinere vorne. Um den Vergleich zu haben, kleinere Lautsprecher mit Subwoofer oder lieber große ohne Subwoofer, weil man nicht immer einen Subwoofer stellen kann. Aber der Film kommt noch, der wurde hier gedreht, dementsprechend, den habe ich mit Erik zusammen gedreht. Also Sinn der Übung ist hier, dass wir dann praktisch den Kunden hier reinbitten, nimm Platz. Wir können Trailer hier natürlich zeigen dementsprechend. Und interessant noch zu erwähnen übrigens ist, die Leinwand, die ihr vorne seht, ist eine akustisch transparente Leinwand. Das heißt, die ist perforiert, was natürlich bei vielen sagen, um Gottes Willen, perforiert heißt ja, dass da wirklich was fehlt. Stimmt, es fehlt ungefähr 6% des Bildes tatsächlich. Das ist aber kaum zu sehen. Wir haben hier oben den 7er von JVC, also auch einen wirklich sehr vernünftigen Home Cinema Beamer in der Vorführung, um euch das so zeigen zu können, was geht eben dementsprechend. Okay, dann kommt mal weiter durch. Gehen wir hier weiter. Hier vorne zeigen wir euch nur mal ganz kurz, Lukas filmt einmal rein, das ist praktisch, müsst ihr euch vorstellen, unsere Kopfhörerkabine, das haben wir bewusst so gemacht, dass der Kunde in Ruhe, Tür zu, einen Kaffee oder was er möchte eben halt in Ruhe was testen kann.
Wir haben da, wo Lukas jetzt praktisch ist, haben wir einen CD-Player. Wir können natürlich hier über das Display, über das iPad, können wir dementsprechend auch Musik streamen. Und ihr habt also alle Möglichkeiten, wobei viele mittlerweile ihr Handy dabei haben und darüber ihre Musik natürlich auch hören. Schnurlose Kopfhörer. Wir sind, wie ihr seht, momentan echt ein bisschen ausgeräubert. Das hat wirklich mit Corona zu tun, muss ich so sagen. Und zwar deshalb, weil auch teilweise Nachlieferungen unheimlich schleppend sind. Also das sieht hier normalerweise etwas voller aus. Also geht davon aus, dass hier nicht nur drei Kopfhörer hängen, sondern normalerweise 10 oder 12. Marken kennt ihr, Bowers & Wilkins, Sennheiser, wir haben AKG, wir haben einiges im Programm und versuchen auch da so einen Querbeet-Schnitt für euch eben Vorrede zu haben, dass ihr es hören könnt. Okay, dann kommt mal weiter mit. Dann haben wir hier praktisch, ihr müsst euch vorstellen, das ist ein sehr großer Innenraum. Der Innenraum hat ungefähr so 300 Quadratmeter und unser Gedanke damals war, dass wir den nutzen als Ausstellungsfläche, also nicht als Vorführung. Früher unser Geschäft, also ich muss es kurz erwähnen, hatte ungefähr eine Größe von 80 Quadratmeter. Da fand alles drin statt. Also eine Beratung fand darin statt, Telefonate fanden auch darin statt. Auslieferungen standen auch darin statt, also Kartons standen rum, es war wirklich ein bisschen chaotisch, ging aber auch 25 Jahre lang. Hier sind wir dankbar natürlich, dass wir es alles trennen konnten und das haben wir hier auch gemacht. Also hier im Innenbereich, das könnt ihr so ein bisschen sehen, wenn ihr die Schilder seht, Marantz, Heos, Denon, Heos ist ja mittlerweile Denon Home. Aber die App kennen einige von euch sicherlich, die Heos App. Und da haben wir dann dementsprechend ein bisschen Ware von denen dementsprechend stehen. Was wir hier auch haben, ist hier jetzt mal Wharfdale. Da haben wir auch schon Videos drüber gedreht, über die Elysian 4 und die Elysian 2. Nur mal so nebenbei erwähnt. Erik, komm durch. Okay, gehen wir weiter. Dann haben wir hier eine Vitrine. Das haben wir, ja, sieht einfach netter aus, haben uns gedacht, haben wir eine Vitrine für gebaut für Kabel. Auch da drehen wir ab und zu mal Videos. Ist immer sehr konträr, was da für Kommentare kommen von euch. Ich verstehe das. Wir haben damit jeden Tag zu tun und wir können diese Unterschiede natürlich tatsächlich vor Ort feststellen und nicht das als Placebo, sondern wir stellen es eben halt für uns fest. Und auch Kunden, sehr, sehr viele Kunden konnten das schon für sich feststellen. Ihr wisst, wir verleihen an unsere Kunden durchaus Kabel, dass sie es testen können, ohne dass man immer gleich das Gefühl hat, oh, der war nett, ich kaufe jetzt was von dem und das ist wohl sicherlich richtig, so soll es nicht sein, sondern ihr sollt ja wirklich sagen, nein, ich höre das, hier ist ein Unterschied, ich weiß gar nicht, was passiert, wird luftiger, wird toll, wie auch immer. Also, kurze Rede, langer Sinn, nee, umgedreht, ist es so, hier sind die Kabel bei uns drin, wir haben, wie ihr wisst, Goldkabel, wir haben natürlich dementsprechend Audio Quest und da sind so ein paar schöne Exponate, haben wir hier halt reingestellt. Weiter geht's. Und zwar hier ist die Ecke Monitor Audio und ELAC. Mittlerweile hat auch Heco schon einen Zug gehalten. Das heißt, wir haben ein paar Marken noch mehr aufgenommen in den letzten Jahren. Und das ist dem geschuldet, dass wir hier eben nicht nur ELAC und nicht nur Monitor Audio stehen haben, sondern ihr seht hier auch mal eine Wharfdale, ihr seht hier auch mal eine KEF, ihr seht hier auch mal eine LaDiva. Auch darüber haben wir teilweise Filme gemacht. Ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, Lukas, 130, 140 Vergleichsvideos. Kurz erwähnt ist, dass die meisten leider ohne Musik sind. Wir mussten die im Nachgang schneiden lassen in dem Fall. Seht uns das nach. Die wir jetzt drehen, die sind wieder mit Musik. Das könnt ihr auch am Banner oben sehen, dass es wieder mit Musik ist. Das werden wir auch eine ganze Zeit lang so halten, dass ihr es wisst, eben halt mit Musik. So macht es auch am meisten Sinn natürlich, ne, wenn man darüber spricht. Okay, gehen wir mal weiter. So, dann haben wir hier unsere erste TV-Marke, sage ich jetzt einfach mal, also nicht die erste im Sinne von die beste, sondern einfach die ich euch jetzt vorstelle, nämlich Panasonic. Wir können immer nur sehr wenige Modelle aufstellen. Ihr seht hier gerade mal drei Modelle. Das ist einfach stellvertretend, dass man OLED hat, dass man ein etwas günstiges Gerät hat, dass man so ein mittleres Gerät hat. Nur um zu zeigen, was kann Panasonic, wie ist das Bild von Panasonic, wie ist die Menüführung von Panasonic und da steht es ja stellvertretend letztendlich auch für die anderen Modelle. Das gleiche zeige ich auch noch von anderen Marken, die wir haben, dementsprechend im TV-Bereich. Das hier stand auch schon mal der Mike Polanski von Panasonic mit Frank, hat ein tolles Video über die neuesten Fernseher gedreht, kann ich euch jetzt schon versprechen, auch das wird bald wieder kommen, denn die neuen Fernseher werden ja nun vorgestellt, uns wurden sie schon vorgestellt, aber sie sind eben noch nicht lieferbar und wir kommen erst mit dem Video, wenn auch die Sachen wirklich lieferbar sind dementsprechend. Aber das wird auch alles noch genau erklärt, wir sind selbst gespannt, Hammergeräte natürlich wie jedes Jahr und ja, also hier Panasonic. Dann machen wir können noch mal, Lukas, machen wir erstmal hier vorne schnell. Hier haben wir eine ganz kleine Ausstellung Revox. Revox haben wir verteilt in unseren Räumlichkeiten. Ihr werdet gleich bei Samsung noch die Revox Bar sehen, die Soundbar sehen. Das haben wir bewusst so gemacht, weil wir Plätze suchten, wo wir Revox noch einigermaßen schön präsentieren können. Das ist eine tolle Marke, ein toller Sound, muss man sagen. Und das ist so Selbstbedienung. Ne? Also ihr könnt hier praktisch draufdrücken, Musik spielt, ihr könnt vor- und zurückspulen, nur um diese beiden mal in Action zu hören.
Hier ist Revox. Hier eine Besonderheit, also absolut finde ich, The Premier. Was ist das hier? Das ist praktisch ein Nahfeldbeamer, ein Kurzdistanzbeamer. In dem Fall ist das der große. Liegt preislich bei schlanken 6.300 Euro, glaube ich, dementsprechend. Also nicht ganz günstig. Aber wie gesagt, vom Gerät her ist das mega. Nämlich immer dann, wenn ihr sagt, ihr wollt einen großen Bildschirm haben, ihr wollt aber dementsprechend keine Leinwand, keinen Beamer hinhängen, ihr wollt aber ein riesen Bild haben, dann nimmt man dementsprechend so einen Nahfeldbeamer. Das wird mehr werden, bin ich ziemlich sicher, dass das in Zukunft mehr werden wird. Okay, gehen wir weiter in Studio 6. Da könnt ihr eigentlich, ehrlich gesagt, gar nichts sehen oder ganz, ganz wenig nur. Warum ist das so? Das ist eigentlich unser Invisible-Kino. Hier haben wir Folgendes gemacht. Wir haben eine Vorsatzschale gebaut vor die eigentliche Wand. Die hat eine Tiefe von ungefähr 12 cm, weil die Lautsprecher entsprechend so tief sind. 10 cm ungefähr sind die tief. Wir haben hier von Pure Sonic vom schönen Bodensee und von Stealth Akustik haben wir hier vorne praktisch jeweils 5 Lautsprecher reingebaut. Ihr könnt zwei natürlich ganz leicht erkennen. Ihr seht die Bassreflexöffnung vorne. Das ist von Pure Sonic. Was ihr aber nicht sehen könnt, sind 8 weitere Lautsprecher. Und wir haben dann, um vorführen zu können, also auch im Kino vorführen zu können, haben wir praktisch einen kleinen Fahrstuhl von Future Automation mit eingesetzt. Viele fragen uns immer, warum habt ihr denn so einen kleinen Fernseher eingesetzt? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Hier hinter sind ungefähr so große Lautsprecher, die so groß und so groß sind. Und davon müsst ihr euch vorstellen, es sind hier 10 Stück drin. Es war einfach nicht mehr Platz. Ich bin schon dankbar, dass überhaupt 40 Zoll reinging und nicht 32 Zoll. Also seht uns das nach. Tolles Klangerlebnis. Wie gesagt, wenn ihr mal in der Gegend seid, wenn ihr mal hier seid, führen wir euch sehr, sehr gerne vor. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ja eine tapezierte Wand, also mit Malerfließ zu. Und normalerweise würde man denken, dass ich ungefähr so mit euch sprechen müsste. So müsste eigentlich der Sound rüberkommen. 0,0. Ist absolut ganz klar, wenn Regen fällt, wenn ihr ein Schlagzeug hört, helle Töne hört, alles da so, wie es sein soll. Richtig mega. Und wie gesagt, ihr seht nichts bei euch zu Hause. Und das ist eigentlich das, was auch ganz besonders ist. Dann haben wir es so gemacht, dass wir eine Wand gedoppelt haben, haben hier praktisch dahinter die Technik, einfach, dass es weg ist, das könnt ihr hier hinten so ein bisschen sehen, in der Vertiefung hier praktisch, dass wir einfach die Wand nur gedoppelt haben. Und über Lukas, wir müssen jetzt mal nach oben filmen, seht ihr letztendlich auch nur ein Stück weit abgehängte Decke, mehr seht ihr eigentlich gar nicht. Und hier sind die Lautsprecher, dass sie nach unten gerichtet sind, eigentlich wie Atmos, das sind aber Rear-Lautsprecher in dem Fall, dass wir eben auf 5.2 kommen. Warum 2? Wir haben 2 Subwoofer jeweils drin, und zwar passive Subwoofer. Wenn ihr euch fragt, was passiert denn eigentlich, wenn ein Lautsprecher kaputt geht? Klare Antwort, dann wird die Wand kaputt gemacht, der Lautsprecher rausgeholt und ist wieder eingesetzt und ist wieder in Ordnung gebracht. Das ist kein Witz, es ist tatsächlich so. Aber das ist passiert, ist extrem, ganz extrem selten. Pure Sonic zum Beispiel hat vorhin die Idee gehabt, die haben gesagt, pass mal auf, ein paar Jungs zusammen spielen abends Skat und trinken klein. Und die machen immer lauter Musik, immer lauter Musik, immer lauter Musik. Am nächsten Tag, mach aber Musik aus, alles klar. Am nächsten Tag kommt die Dame des Hauses und will Musik hören. Macht an und es ist schreiend laut. Davor schützt ein kleines Gerät praktisch die Lautsprecher, weil das diesen hohen Pegel gar nicht durchgeben würde. Sondern müsste erst wieder leiser machen. Man kann den auch wieder laut machen, das funktioniert alles, aber eben nicht ad hoc. Die sind also sogar geschützt. Und dass bei Pure Sonic oder auch Stealth Akustik ein Lautsprecher kaputt geht, wir verkaufen die seit vielen, vielen Jahren. Wir haben noch nicht einen defekten Lautsprecher gehabt. Habt ihr übrigens selber wahrscheinlich auch ganz selten mal gehabt, dass ein Lautsprecher wirklich defekt aus einer Membran, dass etwas durchgeknallt ist. Meistens Hochtöner, die man durch hohe Belastung tatsächlich durchhaut. Das passiert wirklich äußerst selten. Also hier drin sind auch 4 Lautsprecher. Warum 4? Weil wir 2 Systeme hier haben, also 2 Rear Pure Sonic, 2x Rear Stealth. Was in dem Raum hier auch noch drin ist, bis jetzt noch so ein bisschen ist, wie ich sagte, Revox. Wir haben die kleinen Anlagen von Revox praktisch hier stehen, die kleinen Lautsprecher. Auch hierüber haben wir schon Tests gemacht. Und auch die großen, schlanken Standlautsprecher, die stehen jetzt woanders, hammermäßig. Dann haben wir hier von Spektral das Amenorec. Das ist so das feinste, beste, was die haben. Also die bauen sowieso nur sehr hochwertige TV-Möbel, also wirklich sehr hochwertige. Als Beispiel die einzige Firma der Welt, glaube ich sogar, beim Möbelbau, die echtes Keramik praktisch mit verbaut, das ist äußerst selten. Das ist also wirklich ein Wahnsinnsmaterial, dass die sich das überhaupt zugetraut haben, zu sagen, ja, das machen wir verbauen das. Warum? Weil die Haptik toll ist, weil die Optik toll ist. Und wir wollen auch nicht, dass es so ähnlich aussieht wie, nein, wir benutzen das Material. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Das nur nebenbei erwähnt. Ja, ich würde sagen, lass uns weitermachen. Kommt mit. Hier sind wir in unserer Sony-Welt.
Was haben wir hier? Das haben wir allerdings bauen lassen da vorne, weil das passgenau da reingehört sozusagen. Dann haben wir hier vorne noch also verschiedene Modelle, so wie ich das bei Panasonic auch schon erklärt habe. Das ist hier nichts anderes. Haben einen Wandhalter auch mal genommen, um auch zu zeigen, wie flexibel Wandhalter, wie sie funktionieren, wisst ihr natürlich alle. Aber dass die in dem Fall ist das ein ganz besonderer Halter, weil der tatsächlich optisch auch noch sehr hübsch ist und sehr, sehr schmal an die Wand, sehr flach an die Wand rangehen kann. Dann haben wir von Spektral hier auch wieder Möbel. Spektral findet sich bei uns überall in den Räumlichkeiten. Ihr könnt das von Studio 2, da habt ihr schon öfter gesehen, entweder das Brick oder das Cocoon. Da haben wir wirklich eigentlich alles, was Spektral hat, in der Ausstellung dementsprechend. Ja, dann kommen wir zu unserer Samsung-Welt. Die seht ihr hier, das gleiche Spiel. Wir haben immer verschiedene Modelle. In dem Fall zum Beispiel das besondere Modell, da hat tatsächlich wirklich Samsung nochmal das Rad neu erfunden, das möchte ich so sagen. Und zwar, Samsung hat mal irgendwann gedacht, man muss doch Fernseher eigentlich mal wirklich flach an die Wand kriegen. Das zeige ich euch zwar bei LG gleich auch nochmal und zwar ganz eindrucksvoll, aber Samsung ist da schon sehr, sehr lange drauf gekommen und nannte dieses Gerät praktisch The Frame. The Frame gibt es mittlerweile als 32, 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll. Das gab es vor kurzem noch nicht, das war erst mit der Baureihe 2020, jetzt gibt es demnächst wieder neue Modelle. Genauso wie hier, das ist so das Feinste und Beste, sozusagen, was Samsung zu bieten hat, das ist der 59er, der große. Ja, das dazu, was ihr bei uns auch seht, Werbung will ich jetzt ja nicht unbedingt dafür machen, aber auch nicht dagegen reden. Und zwar, wir haben zum Beispiel, ein Freund von uns ist Kunsthandwerker. Also der ist wirklich begnadeter Handwerker, begnadeter Tischler, das ist keine zwei Meinungen, sitzt in Lauenburg und der hat uns zum Beispiel netterweise für unsere Ausstellung Kunst zur Verfügung gestellt. Warum? Weil wir gesagt haben, wir möchten nicht nur Technik zeigen, wir wollen auch ein bisschen Atmosphäre schaffen. Was kann es besser als Möbel, als Kunst? So haben wir auch die Firma, das will ich mal erwähnen, durchaus Lealux mit am Start. Da seht ihr hier gerade sehr spacige Stühle. Auch bei der anderen Ecke, auch einen Kinderstuhl haben wir uns mal gegönnt. Kannst du nochmal zurückschwenken, da siehst du den gleich nochmal in etwas kleiner. Einfach ein bisschen Wohnlichkeit schaffen und deswegen haben wir uns damals für Lealux entschieden. Okay. Okay, dann kommen wir jetzt in Studio 5. Das ist bei uns sozusagen das High-End. Kommt mal mit rein. Das ist ein bisschen Lounge-Air gemacht. Das ist so eine Atmosphäre. Wir haben hier versucht, so ein bisschen wirklich so einen Lounge-Charakter. Deswegen auch der Braunton ein bisschen, der Teppich ein bisschen dunkler. Insgesamt ist es ein bisschen dunkler hier drin. Und wir haben uns einfach gedacht, das ist eine gemütliche, coole Atmosphäre. Aber auch eine warme Atmosphäre letztendlich. Und hier haben wir, wenn das könnt ihr sehen, vielleicht so ganz leicht, bevor ich jetzt auf die Geräte eingehe, dahinter sind zum Beispiel auch, ist ein Diffusor, ein Absorber dahinter, hinter beiden Lautsprechern oder hinter den Lautsprechern. Über uns, wenn du mal hoch ein bisschen genauer gehst, seht ihr über der, an der Decke praktisch auch Absorber noch installiert. Die haben es auch wirklich bewirkt, das hatten wir vorher nicht. Wir hatten Hall hier drin, das war unangenehm einfach. Und der Hall ist durch diese Elemente komplett weg. Dann haben wir, wie ihr es bei Studio 2 gesehen habt, auch den gleichen Diffusor nochmal hier angebracht. Bringt auch eine Menge, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir hier hinter, das kann man schwer sehen, ich hoffe, das kann man durch die Kamera so ein bisschen erkennen, und zwar hier hinten sind wirkliche Bassfallen in den Ecken. Da haben wir also praktisch hier komplett, da drüben seht ihr das, da hinten haben wir es auch. Also da haben wir schon einen gewissen Wahnsinn betrieben, dass der Raum akustisch vernünftig klingt. Denn der Klang vorher wirklich nicht besonders toll. Das ist ein 40 Quadratmeter großer Raum. Ich würde mal sagen, nicht das Durchschnittswohnzimmer, mit Sicherheit nicht. Das ist ein großes Wohnzimmer letztendlich, aber eben auch nicht 60, 80 Quadratmeter, aber auch nicht 20 Quadratmeter. Warum? Hier stehen riesige Boliden drin, Kanton 1K oder fangen wir ruhig hier mal an. Ihr seht hier die Platinum, ihr seht hier THD-Lautsprecher. Das ist ja die Platinum 500. Die Lautsprecher, alle die hier stehen, haben wir schon getestet. Das sind ja Dimmys Lieblingslautsprecher unter anderem. Dann seht ihr hier wirklich ein tolles Gerät, Transrotor, Plattenspieler. Ihr seht die HV-Serie von T&A. Ihr seht von MBL die C-Serie, die N-Serie. Ihr seht daneben die passenden Lautsprecher dazu. Auf der Seite hier auch die THD-Lautsprecher, die wir auch schon mehrfach im Test hatten, Traumlautsprecher. Dann haben wir natürlich die 1K, die ganz großen Jungs, nur mit, also ich würde vorsichtig sagen, mit 3 Mann mindestens müsst ihr sein, sonst kriegt ihr die nicht bewegt, eher 4 Mann. Haben wir auch im Video mal gezeigt, wie wir die ausgepackt haben.
Denn natürlich die 802D3, da kann man schon mal zu erwähnen, da wird es dieses Jahr eine neue Serie geben. Wir sind sehr gespannt drauf. Das ist immer ganz, ganz spannend. Die sind zwar immer deutlich teurer, muss man fair aber sagen. Also da schlägt BMW unglaublich zu. Ich würde vorsichtig sagen, 20-25% Aufschlag auf die alte Serie, was wirklich erheblich ist, führt dazu natürlich, dass die ältere Serie sehr preisstabil am Markt steht. Also auch Gebrauchte sind unheimlich hoch im Wert. Und aber das nur nebensächlich erwähnt, es sind einfach tolle Lautsprecher und ich bin gespannt, wie die neuen Lautsprecher wieder gegen die älteren klingen. Da, wenn wir die Lautsprecher noch da haben, ich hoffe sehr, dass wir die bis dahin noch da haben werden, werden wir auf jeden Fall einen Test darüber machen, dass ihr neu und alt hören könnt und auch natürlich euch angucken könnt. In der Mitte stehend haben wir hier die Vorendstufenkombination von Yamaha. Da habe ich mal vor ein paar Monaten, ein halbes Jahr her, dreiviertel Jahr her auch ein Video drüber gedreht. Dann ist das der Plattenspieler, der Dreher von der 5000er, auch von Yamaha. Unten haben wir von AudioQuest Niagara 5000 dran. Das ist, man sagt immer Stromwäscher dazu. Das ist also ein Stromaufbereitungsgerät. Und sonst mehr Design hier. Ihr seht ja so kleine Sachen auch wieder von unserem Kunsthandwerker hier wieder. Olli, liebe Grüße mal an dieser Stelle an dich. Und nochmal herzlichen Dank, auch wenn es schon länger her ist. Aber das ist immer wieder eine Freude, auch deine Kunst zu sehen. Und ja, das ist in dem Raum eigentlich das, was wir hier haben. Auch dieser Raum ist ständig im Flow. Warum? Wir nehmen nicht ununterbrochen neue Marken auf, aber wir verändern tatsächlich, dass wir sagen, die Platinum 500, vielleicht wird sie mal rausverkauft, dann steht eine 300er oder steht die 800er Nautilus hier drin. Also es wandelt sich natürlich schon. Aber da, wie gesagt, da will ich euch ganz gerne nochmal den Raum oben ans Herz legen, wenn das Video kommt, denn da wird auch manches, was hier ist, wahrscheinlich nach oben wandern und der Raum wird sich verändern. Ja, dann lass uns mal weitermachen. Kommt mit. Komm, gehen wir hier gleich weiter. Hier haben wir Technisat, ein deutsches Unternehmen, was wir mit im Portfolio haben, mit TV-Geräten auch. Die bauen ganz interessante Sachen. Die haben früher, die waren die ersten, glaube ich, meines Erachtens, die bei der Aufnahme zum Beispiel das so hatten, dass es offen war. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, Panasonic hat früher das so gemacht, ihr habt eine Aufnahme gemacht von einer USB-Festplatte, die konntet ihr nicht abnehmen und jemand geben. Die war geschützt, das ging gar nicht anders. Das hat was mit Kopierschutz zu tun. Technisat hat das wie auch immer umgangen, also nicht, das ist alles rechtens, was die getan haben, aber so, dass man zum Beispiel von anderen Geräten, wenn was drauf aufgenommen war, das abrufen konnte und sagen konnte, okay, das ist zum Beispiel auf der Festplatte gelagert oder was auch immer. Heute geht es bei vielen, das ist ganz klar, aber Technisat war vor Jahren schon so weit, das zum Beispiel zu können. Genauso wie sie eine interne Festplatte hatten, was auch Löwe damals hatte oder auch Metz hatte, bin ich der Meinung auch. Die führen wir nicht, aber ich bin der Meinung, Metz hat es auch. Alle sind dazu übergegangen. Ganz, ganz einzeln findet man es noch, dass man nur noch per USB praktisch aufnimmt. So macht es natürlich Technisat heute, so macht es Panasonic schon lange, Samsung, LG, Philips, ihr könnt nehmen, was ihr wollt. Alles per USB-Festplatte. Was haben wir im Hintergrund? Die stehen hier, ich will nicht sagen, nicht lieblos, aber sie stehen so ganz nebensächlich. Und das sind überhaupt keine Geräte, die nebensächlich sind. Wir haben hier die beiden TRD-Geräte, womit auch Dimi schon mal vorgeführt hat, oder ich mit Dimi auch zusammen dementsprechend. Ganz, ganz hochwertiger CD-Player, ganz, ganz hochwertiger Verstärker. Es ist ein Traum, wirklich wahr. Dann habe ich, das habt ihr auch gerade gesehen, und zwar ein Unboxing gemacht mit den Marantz-Geräten. Das ist der SACD30, ganz, ganz neues Gerät von Marantz. Und eben das, der heißt Model 30 als Vollverstärker. Wir haben hier drin Project-Plattenspieler. Wir kommen auch gleich zu den Plattenspielern nochmal. Wir führen ja Marken wie Transrotor. Wir führen eben Technics natürlich. Wir führen Project-Plattenspieler. Wir führen Rega-Plattenspieler. Natürlich auch von den Marken selbst, wie T&A zum Beispiel oder natürlich auch von Yamaha, die Plattenspieler. Also Plattenspieler haben wir einiges da und es wird mehr und mehr. Ihr habt immer mehr Lust auf Platten und das kann ich völlig nachvollziehen, ehrlich gesagt, weil das einfach das perfekte Hören ist. Also das, ich stehe dazu zumindest, ich finde es klasse. Und dem Tribut gezollt haben wir natürlich verschiedene Marken hier und in der Ausstellung, was weiß ich, 10, 15 Dreher, die wir auch teilweise eben zeigen können. Dann haben wir hier weitergehend unsere, ja, Verkaufsraum, Ausstellungsraum, Ausstellungsfläche. Ihr seht das hier vorne, Dyn Audio, NRD und Blue Sound. Die haben wir zusammengefasst in einem Raum. Und da haben wir es so, dass wir hier vorne zum Beispiel Aktivlautsprecher haben von Dyn Audio dementsprechend. Gerade durch hängt normalerweise auch noch ein großer Fernseher, aber bitte seht uns das nach. Fernsehen momentan etwas rar gesät und die neuen Modelle sind noch nicht da. Da kommt natürlich wieder ein Fernseher hin, um das vorzuführen. Wir haben die Kontur hier stehen, wir haben vorne die M12, M22, die haben wir auch im Test vor kurzem mal gehabt. Auch ganz, ganz tolle Geräte, die Master-Serie von NRD, also ein Traum. Um die Ecke rum kann man auch noch mal kurz zeigen, haben wir noch Regallautsprecher dementsprechend von Dyn Audio. Dann haben wir NRD als Geräteflotte da so stehen, so ein bisschen stellvertretend und noch ein paar Standlautsprecher. Ja, das ist der Raum hier.
Also hier führen wir auch drin vor. Das ist nicht immer nur ein Studios, das ist ja offen, wie ihr seht hier. Der Gedanke damals war ja, dass wir 6, 7 geschlossene Studios hier drin haben. Aber trotzdem kann man auch hier drin natürlich mal ein bisschen Musik anspielen. Wenn man aber richtig hören möchte, im Vergleich hören möchte, ist es ratsam, einfach einen Raum zu haben, den man zumachen kann, wo ihr in Ruhe das genießen könnt, mit uns, ohne uns, wie ihr es wollt, halt dementsprechend. Normal sind wir mit dabei. Und dann könnt ihr ganz in Ruhe mal eure Traumanlage sozusagen auch mal hören, ausgiebig. Moin. Josef, moin. So, dann gehen wir weiter. Das darf man nicht ganz außer Acht lassen. Da haben Frank und ich damals sehr darauf beharrt, dass wir diese Kinderecke, du musst filmst gleich nochmal rein, ne? Dass man die Kinderecke hat. Das ist einfach dem geschuldet, dass Eltern, also Leute mit Kindern, also Eltern mit anderen Worten, zu uns kommen und wir das einfach ganz charmant finden, dass die Kinder mal für 20 Minuten, 30 Minuten, wenn sie dürfen, können sie Fernsehen gucken. Sie können aber auch malen, sie können Mickey Mouse lesen, was auch immer sie möchten. Dafür ist diese Ecke gedacht. Sie können eben auch die Vorhänge zuziehen und haben dann ihr kleines Reich. Und die Eltern haben einfach eine halbe Stunde, hoffe ich, meistens ist es ungefähr eine halbe Stunde, ein bisschen Zeit oder wir können uns Zeit nehmen miteinander, um ein bisschen was rauszuklamüstern. Ist sonst ein bisschen schwer mit Kindern, weil die logischerweise natürlich keine Lust haben. Die werden schnell ungeduldig. Bei uns erst so nach einer halben Stunde ungefähr. Manchmal auch sogar noch länger. Das halte ich euch jetzt vor. Studio 3 zeige ich euch noch nicht. Warum zeige ich das nicht? Wir sind gerade im Umbau, was Studio 3 angeht. Das möchte ich euch später zeigen. Da haben wir schon mit dem Tischler was besprochen, was gebaut wird. Da passiert einiges drin. Ich kann verraten, das wird ein Raum sein, wo wir Soundbars vorführen können, weil Soundbars werden ein immer größeres Thema. Warum? Der Fernsehton verlässt eben, oder der Ton verlässt den Fernseher mehr und mehr, weil die Geräte immer flacher und flacher und flacher werden. Und da kannst du Ton gar nicht mehr unterbringen. Das heißt, es wird über kurz und lang nur noch Soundbars geben, um den Ton oder eine Anlage natürlich des Fernsehers zeigen zu können. Und da haben wir gesagt, okay, wir bauen den Raum um. Das war bis jetzt eigentlich immer ein Raum für Home Cinema und zwar für kleine Satellitensysteme, auch mal für ein aktives System, vom Monitor Audio, die Radioserie als Beispiel jetzt mal oder Canton ist da drin. Aber den möchte ich euch jetzt zeigen, wenn er fertig ist. Der ist gerade im Umbau. Hier seht ihr praktisch das Gleiche, was ich euch eben schon gezeigt hatte, Pendant, und zwar das ist von Yamaha, das ist Yamahas Ausstellung. Hier seht ihr auch ein bisschen geräubert, das tut mir leid. Wahrscheinlich wird man so einen Laden niemals zeigen können, wenn absolut alles da ist. Also bitte seht mir das nach. Hier, das ist eine ständige Veränderung, wir sind ständig im Flow. Es gibt ständig neue Geräte und die werden auch ausgetauscht. Ihr habt dann die Chance natürlich, weil wir das als Ausstellungsware reinsetzen, dass ihr es vielleicht mal, was weiß ich, 10%, 20%, 30% günstiger kriegen könnt. Das ist meist sehr schnell weg, weil bei uns sind die Geräte oftmals, das müsst ihr wissen, noch nicht mal angeschlossen, nur in den Studios selbst. Aber hier in den Ausstellungsflächen, alles, was ihr hier seht, ist nicht angeschlossen. Das ist, steht einfach nur da und dann wird es wieder eingepackt dementsprechend. Also es ist A-Ware, wenn ihr es so wollt. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier weiter. Auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Auch dafür möchte ich gerne ein bisschen Werbung machen. Margareta Kriebitsch, eine wunderbare Frau, wenn ich das so sagen darf, aber natürlich noch eine noch mindestens genauso wunderbare Künstlerin. Margarete malt, sie mag es nicht hören, wenn ich das sage, aber sie malt eigentlich Pop-Art, für meinen Geschmack zumindest. Ich kenne mich nur nicht so gut aus, aber für mich sieht es aus wie Pop-Art, wenn ich hier Jimi Hendrix sehe. Oder hier, jetzt komme ich, wie heißt sie noch? Ich komme gleich noch drauf. Meine Güte, dass ich nicht drauf komme. Egal, auf jeden Fall, diese Bilder sind großartig. Durften wir schon ein, zwei Bilder auch von, oder beziehungsweise Margareta, wir verkaufen die gar nicht, wir stellen sie nur aus. Der Kunde tritt in Verbindung mit Margareta Kriebitsch dann. Er steht so ein Bild, dann hängt es sich so aus hin. Wunderbare Kunst ist hier mega, weil ihr seht ja, dass die ganzen Räumlichkeiten eher ein Grauton, Schwarzton ist, ganz bewusst. Wir wollten das zeitlos halten und das sind unsere Farbtupfer. Und die sind wirklich große Klasse. Okay, ich drehe mich einfach um, gehe weiter. Wir haben hier Bowers & Wilkins, wir haben hier Rothel. Von euch, viele kennen das, also gerade die Affinen von euch wissen natürlich, erkennt man spätestens an so etwas, ach, das ist eine B&W, genau. Wir haben hier, was B&W hat, also die 700er-Serie haben wir, wir haben die 800er-Serie natürlich, wir haben aber auch die 600er-Serie hier. Wir haben, kann man das sehen, kommt mal mit rein, dass man hier nochmal ein bisschen reinguckt, da steht zum Beispiel jetzt Michi als Beispiel, das wird der X3 sein da als Idee jetzt mal. Da unten seht ihr einen Bass, das ist, kann man kaum hochheben. PV1D ist ein aktiver Subwoofer, auch finde ich ein bisschen besonders, weil er besonders aussieht. Und nicht einfach nur ein Kasten ist dementsprechend,
andersrum Beispiel, aber nicht unbedingt negativ gemeint, ist zum Beispiel hier jetzt, wo man sagt, aha, das ist jetzt eben halt aus der 800er-Serie, ist das der DB4 wird das sein, der hier steht. Was wir hier noch haben, das hat ja Bowers & Wilkins auch im Programm, Formation. Formation müsst ihr euch vorstellen, ist ja ein Pendant eigentlich zu Sonos, zu Home, zu Musicast, zu Blue Sound. Und das Gleiche hat eben Bowers & Wilkins auf den Markt gebracht unter dem Namen Formation. Das ist die Formation Bar zum Beispiel. Das hier wäre zum Beispiel das Pendant zum Sonos Port, dass man also, wenn man eine Anlage hat und streamen möchte, dass man sich dieses Gerät kauft. Und so gibt es einzelne Geräte. Ich kann das doch nochmal schnell, guck mal hier, kann man es auch machen. Das sind praktisch die Effektlautsprecher für die Formation Bar. Auch das ist möglich, entweder als einzelnen den natürlich so zu nutzen, Musik drüber zu hören in der Küche, Schlafzimmer, wie auch immer. Oder man schließt es eben als Set an mit der Formation Bar zusammen. Dazu gehört, kurz mal erwähnt, auch der sieht stylisch ziemlich cool aus, kann Lukas Christus Traujahr, ne? Formation Bass nochmal dazu. Ja, das rundet die ganze Sache ab. Und dann seht ihr hier eben auch, achso, übrigens auch Formation, das hier sind auch Formation-Lautsprecher, die nennen sich Duo, Aktivlautsprecher, die auch in dieses System, das ist ziemlich einzigartig, das hat keiner in der Wertigkeit. Allerdings kosten die meines Erachtens auch so um die 4.000 das Paar, das ist also schon wirklich heftig viel Geld, aber es ist halt Bowers & Wilkins und sie sind es wert, kann ich auf jeden Fall sagen. Daneben seht ihr 805, ihr seht die 600er-Serie, ihr seht eine 803 hier und so weiter und so weiter. Und was ihr drin auch seht, ist Philips. Philips, warum Philips hier drin? Das ist eine ganz einfache Erklärung. Bowers & Wilkins und Philips arbeiten bei manchen Modellen zusammen. Und zwar, das seht ihr hier vorne auch, das ist so das Top-Modell praktisch von denen. Der aktuelle noch, der 65 OLED 984. Ihr seht eine sehr große Soundbar. Das ist spätestens hier, dann kann man schon fast erkennen, dass es Bowers & Wilkins ist. Das ist wirklich ein Erkennungsmerkmal. Die haben eine Soundbar gebaut, die wirklich so dermaßen gut klingt, dass man, wenn man sagt, okay, ich will einen guten Fernseher, einen OLED haben vom Feinsten, aber ich will auch einen wirklich guten Ton haben, da würde man sich das praktisch gönnen oder die praktisch gönnen, den Fernseher. Das Gleiche gibt es in etwas abgespeckter Version. Da wäre es praktisch der 935 in dem Fall. Da seht ihr immer noch dieses Markenzeichen. Ich würde es mal fast so sagen, dass es ein Markenzeichen ist, aber eine kleinere Bar natürlich auch für schmaleres Geld. Also deswegen die Zusammenarbeit, weil Philips auf Bowers & Wilkins zugegangen ist, hat gesagt, sag mal, könnt ihr euch das vorstellen? Ja, können wir machen. Und haben dann was Tolles entwickelt. Okay, gehen wir mal weiter. Hier vorne haben wir, das hat Lukas bestimmt gut im Bild, LG OLED. Haben wir auch mit aufgenommen, alles in den letzten ein, zwei Jahren. Also wir haben wirklich einige Marken hinzugenommen. Wir haben allerdings auch einige Marken nicht mehr, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, ohne die Marken zu nennen, wo wir uns dagegen entschieden haben und gesagt, nee, wir nehmen lieber was auf, was für dich trendy ist, was cool ist, was meinetwegen in dem Fall natürlich auch ein Mörderbild macht. LG, wisst ihr, ist Erfinder des OLED-Fernsehs, der Technik an sich. Also auch ein Panasonic kauft letztendlich mehr oder minder bei LG Panels die Technik, damit sie es bauen dürfen. Das ist eine Erfindung von LG, so wie QLED letztendlich die Erfindung von Samsung ist, das Pendant dazu. Und wir haben gesagt, wir müssen neben Samsung, Panasonic unbedingt auch LG haben. Das ist eine total angesagte Marke mit richtig guten Produkten. Und das möchte ich euch ganz gerne mal zeigen. Und zwar, wenn du mal näher kommst, Lukas, dann kann man das nämlich an dem hier ganz gut sehen. Der nennt sich, wie ihr da oben vielleicht sehen könnt, Wallpaper Design. Das stimmt tatsächlich, denn wenn du mal von oben drauf hältst, dann könnt ihr sehen, wie flach der Bildschirm ist. Der ist unglaublich, der wird praktisch rangeklebt, wenn ihr so wollt. Und die Technik für diesen Schirm befindet sich da unter, das kann man jetzt ein bisschen schwer sehen, aber da unter ist die Technik, also der Receiver, die Setup-Box und so weiter. Und das Rack ist auch wieder ein Rack von Spektral, nennt sich Air, also soll Luftigkeit ausdrücken, was es, finde ich, auch tut. Ihr habt hier praktisch immer noch Ablagemöglichkeiten hier drin, ihr habt aber auch Ablagemöglichkeiten davor. Und das Besondere ist natürlich, dass der Fernseher überhaupt nicht aufträgt, sondern es geht praktisch in einer Welle hoch. Das ist der Hammer. Das hat auch wirklich nur LG und große Klasse. Und natürlich OLED, also ja, was das Herz begehrt. Das haben wir hier hingesetzt. Okay, gehen wir weiter. In dem Raum habt ihr uns schon ganz, ganz häufig gesehen. Das ist unser Studio 1. Im Studio 1 müsst ihr euch vorstellen, haben wir so drin von Cambridge CX 81, 61. Wir haben von Yamaha hier einen Verstärker drin stehen. Wir haben da vorne von Magnat, von Roxanne.
kann ich euch, entschuldige, hier nochmal, ich wollte gar nicht davor. Hier Roxane, auch alles scharf geschaltet, sodass man streamen kann damit dementsprechend. Und haben daneben Marantz, der in sich streamen kann. Haben da vorne Yamaha, das ist noch was Besonderes hier, das möchte ich unbedingt erwähnen. Und zwar diese Wand, die ihr seht, das sind ja eigentlich Deckeneimer-Lautsprecher. Natürlich könnt ihr auch für die Wand benutzen, aber in der Häufigkeit werden sie oder meistens werden sie für die Decke benutzt. Und wir wollten eben unbedingt euch mal zeigen können, wenn ihr hier vor Ort seid und sagt, ja, wie klingt denn ELAC, wie klingt denn Sonens, wie klingt denn, was ich, Gavan, Monitor Audio und so weiter, wie klingen die eigentlich? Dann wollen wir euch das zeigen können. Und das haben wir gemacht, indem wir einen Tischler gebeten haben, für uns das hier zu bauen. Wir haben Kuben bauen lassen, die haben ungefähr 30 Liter Volumen, haben das Anschluss, den Anschlussterminal hinten selbst dann reingesetzt, die Boxen reingesetzt und haben diese beiden hier praktisch über den hier scharf geschaltet. Das heißt, wir können A-B-Vergleich machen. Bis hier Ehrmann sagt, coole Lautsprecher, die klingen ja richtig gut, die will ich in die Decke haben. Das ist ziemlich einzig, weil das macht noch eine weitere Firma in Deutschland in diesem, das ist recht aufwendig, muss man schon sagen. Aber wir haben gesagt, das wollen wir gerne und der Erfolg dessen ist natürlich, dass ein Kunde wie beim normalen Lautsprechervergleich durchaus mal sagt, nee, die 100 Euro gebe ich wirklich mehr aus, ich höre das, das finde ich klasse, das möchte ich gern. So hätte man gesagt, kommt da Musik raus? Ja, hätte ich immer bejaht, es kommt immer Musik raus. Wie gut die Musik ist oder wie sie rüberkommt, ist eine ganz andere Frage dementsprechend. Also so ist diese Wand hier gedacht gewesen oder ist sie nach wie vor. Ist auch ziemlich frequentiert, das machen wir ziemlich häufig, weil wir ja projektieren und dadurch häufig in die positive Verlegenheit kommen, mit Deckenlautsprechern zu planen. Und der Kunde nimmt es sehr dankbar an, dass er es mal hören konnte, sehen konnte. Man kann leicht erklären natürlich, dass sowas es auch in eckig gibt. Was man aber schwer erklären kann, ist Klang. Das muss der Kunde am besten selber für sich irgendwie feststellen. Dann haben wir hier gegenüber, das ist glaube ich so das häufigste Bild, was ihr habt, wenn ihr Vergleichstests seht, entweder im Studio 2 oder Studio 1, haben wir auch wieder ein Spektralreck, haben da die schönen Wähler daneben stehen. Ich finde das Gesamtbild, also mich spricht es an, muss ich sagen, ich finde es mega. Und auch hier ist es eben so, dass wir mehrere Anlagenmöglichkeiten haben. Das könnt ihr sogar sehen, da steht Z3, da gibt es natürlich logischerweise auch ein Z2 und Z1. Alles ist hier scharf geschaltet. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde reinkommt und sagt, ja, ich möchte einen Vergleich, Lautsprecher A, B, C, dann ist es für uns wirklich ganz einfach, dass wir die hier hinstellen lassen, alles wie es ist. Die Lautsprecherkabel liegen schon und dann wird es angeschlossen, A, B-Vergleich gemacht, Thema durch. Oder jemand sagt, nee, ich möchte die schon hören, aber mit einer bestimmten Anlage, eben auch kein Problem, dass man das ziemlich schnell hinkriegt. Aber noch einmal, wir finden es immer toll, wenn wir Termine haben, Termine machen mit euch. Warum? Weil wir es vorbereiten können. Ihr müsst euch vorstellen, so ein Aufbau, nicht nur ein Testaufbau für die Filme, der dauert teilweise auch ziemlich lang, sondern auch der Aufbau für euch, wenn ihr mal was hören wollt, ist natürlich nicht in 5 Minuten gemacht. Wir bewegen ja praktisch schwere Lautsprecher von A nach B, machen wir super gern, aber noch lieber machen wir das, wenn wir ein bisschen Vorlauf haben. Dass man sagt, oh, ich würde gerne morgen vorbeikommen, dann weiß man das, baut abends alles auf, ist alles fertig, spielt alles, ihr kommt entspannt hier hin, nehmt euch noch eine Cola und dann dementsprechend geht's los. Das ist so der Gedanke. Ne? Also das mit dem Termin ist immer super. So, was haben wir hier noch zu sagen? Nö. Genau, bei der Akustik ist es so, dass wir hier, dieser Raum ist überhaupt nicht angefasst akustisch. Das heißt, dieser Raum ist sich überlassen geblieben, 25 Quadratmeter. Was haben wir gemacht? Das seht ihr, wir haben einen Teppich hier drin, der hilft schon sehr. Wir haben natürlich Möbel hier drin, die beiden Stühle, die sind noch nicht ganz eine Bassfalle, dafür sind sie etwas zu wenig dick, aber immerhin nehmen die schon ein bisschen was weg. Und trotzdem, die Akustik hier ist in Ordnung, wir haben Vorhänge. Warum haben wir das gemacht? Weil ihr es zu Hause eigentlich auch nicht habt, sondern ihr habt ein Wohnzimmer, das wird auch normalerweise nicht umgebaut, nur weil ihr eine Anlage euch gönnt, sondern ihr lasst es, wie es ist. Und dem wollen wir nahe kommen und haben gesagt, gut, nichts machen wir nicht. Das wäre jetzt, wenn wir keinen Teppich hier hätten und gar nichts, das ist natürlich Quatsch. Ihr steht ja auch nicht da, wenn ihr Musik hier hört bei uns, sondern ihr sitzt natürlich. Also sind Möbel automatisch da. Bei uns ist in jedem Raum garantiert ein Teppich drin, auch ein ziemlich großflächiger Teppich, also der durchaus, ich sag mal, 9 Quadratmeter, 10, 12 Quadratmeter hat. Und das nimmt natürlich schon mal ein bisschen was weg. Das machen wir auf jeden Fall. Aber richtig akustisch angefasst, das hatte ich euch ja schon in dem High-End-Raum gezeigt. Und das ist noch ein anderer Schnack dementsprechend. Das ist ein ganz anderer Aufriss. Da sind auch sehr, sehr, sehr teure Sachen. Und viele Kunden würden dafür auch tatsächlich ihren Hörraum oder selbst das Wohnzimmer so ein bisschen aufhübschen, würde ich gar nicht sagen, aber zumindest für Akustik etwas anpassen, positiv. Und deswegen haben wir das dort natürlich auch gemacht. Okay, dann will ich euch noch mal eine Sache zeigen, die wir hier mitten im Raum stehen haben. Und zwar hier vorne seht ihr zwei Möbel, sage ich jetzt mal, zwei Ausstellungsmöbel. Hier vorne das erste, das ist unsere Technics-Ausstellung.
Die Besonderheit ist hier zwei Sachen, und zwar erstens, es ist rollbar, wir können es wegrollen. Das haben wir auch mal, falls ihr mal rückwirkend guckt, wir haben ein Video gedreht mit Judith Tellado und ihrer Band. Da hat sie nämlich genau hier vorne, oder Lukas kann nochmal, oder ich geh mal hier hin. Da stand Judith mit ihrer Band hier, praktisch müsst ihr euch vorstellen. Das haben wir weggerollt, selbst das Große haben wir noch ein Stück weit weggerollt, obwohl das sehr, sehr schwer ist, also auch dem Boden nicht unbedingt gut tut. Aber das konnten wir gut wegrollen, und dann waren hier ganz viele Stühle, also alle Stühle, die wir hatten. Wir waren damals, schon 2 Jahre her, 50 Leute bestimmt, die oben in der Empore saßen praktisch, die hier saßen, haben Tische hingestellt, Stühle, es sah mega aus, weil hier kein Stuhl aussieht wie der andere. Und ganz toll, hat sie hier performt. Aber das nur mal nebenbei, da gibt es auch ein Video drüber. Also, das ist unsere Technics-Ausstellung. Und hier zeigen wir eben auch so Sachen wie die SDC30, Otava heißen die, oder 50 oder 70 dementsprechend. Da würde ich euch wirklich empfehlen, die haben mega Klang. Also viele von uns gehen schnell auf Sonos, auf Musiccast, auf alles. Das sind tolle Sachen, bitte. Das will ich überhaupt nicht anders verstehen wissen, aber, oder dass ihr es versteht. Aber die Technics-Geräte sind auch ein Kracher. Kosten ein bisschen mehr, aber soundtechnisch super toll. Dann haben wir natürlich den legendären Dreher hier stehen. In dem Fall ist es ja der SL1200GR. Das ist der für 1500 Euro ohne System. Wir haben jetzt mal in dem Fall das Autophon Red dran, PNP Römisch 2. Das haben wir dran, dass wir eben vorführen können dementsprechend mit dem Dreher. Dann haben wir hier drüben, fehlt ein Gerät, gebe ich hiermit zu, SLPG 700 fehlt. Technics, und zwar die Mini, das ist gar keine Mini, das ist eine MIDI-Anlage eigentlich von der Breite her betrachtet. Technics baut richtig gutes HiFi. Viele von uns, ich bin 53, die damals mal gefirmt oder auch, Firmung, ich bin katholisch, das heißt, Konfirmation, entschuldigt bitte, Konfirmation hatten, die haben damals vom Konfirmationsgeld oftmals Technics gekauft. Ich hatte auch Doppeltape und der ganze Quatsch. Da waren die eine Zeit lang eigentlich fast vom Markt verschwunden. Also die spielten keine große Rolle mehr irgendwie, Technics. Panasonic immer, ist ja eine Tochter davon praktisch. Und dann kamen die aber sowas von gewaltig wieder zurück. Die haben sehr, sehr hochwertiges HiFi gebaut, also sehr teures HiFi, auch Plattenspieler 10.000, 12.000 Euro und so weiter. Haben aber dann von diesen ganz, ganz teuren High-End-Geräten sind sie wieder runtergegangen und haben gesagt, jetzt bauen wir mal die eine Serie, noch eine Serie, noch eine Serie. Daraus resultiert das Ganze. Und ich muss halt sagen, auch da, das ist wirklich ein guter Tipp, wie auch Cambridge für meinen Geschmack oder NRD nach wie vor ein mega Tipp ist, ist Technics, aber gehört garantiert auch dazu. Dann gehen wir hier weiter. Wir haben hier, das ist noch nicht fertig, es wird noch ein Schriftzug sein, und der Schriftzug wird Sonoro heißen. Wir haben praktisch, müsst ihr euch vorstellen, als kleine Geräte, als All-in-One-Geräte, haben wir uns entschieden, das hat was mit vielen Jahren zu tun, die wir uns wirklich hin und her probiert haben, mit vielen Marken, die es gibt, ohne sie zu nennen, wo wir gesagt haben, die einzige Marke, die für uns alles abbildet, wenn jemand mal sagt, du, ich will das nicht kompliziert haben, oder ich brauche das für meine, Entschuldigung, das ist für meine Oma, oder ich brauche mal für ältere Leute, das leicht zu bedienen ist, aber alles kann letztendlich. Ich sage euch, das ist Sonoro. Da machen wir aber ein eigenes Video noch demnächst drüber. Das ist eine Hammermarke, eine ganz, ganz tolle Marke. Und da gibt es verschiedene Sachen, wie das Elite, wie das Prestige, wie eigentlich auch das Maestro. Das ist tatsächlich gerade mal ganz kurzfristig beim Kunden. Und das steht hier auch, das Maestro, müsst ihr euch vorstellen, hat eben nicht, wie zum Beispiel das Prestige, oder hier kannst du auch gleich nochmal gucken, guck mal hier nochmal ganz schnell, oder das Meisterstück. Ihr könnt das leicht erkennen, 2 Lautsprecher, das hat das Maestro nicht. Das Maestro ist praktisch ein Verstärker, der aber mit DAB Plus und mit vielen Funktionen so gut ausgestattet ist, dass er in dem Fall die Orchestra, das sind 2 Lautsprecher auch von Sonoro, klingt tipptopp, praktisch eine ganze Anlage bildet. Aber von der Bedienung her unglaublich leicht ist und unglaublich schnell verständlich ist. Und man hat auch Tasten, wo man sagt, ich habe jetzt NDR2 drauf oder was auch immer ich da abspeichern möchte. Das ist bei anderen Geräten tatsächlich etwas schwieriger, bei anderen Marken, weil ihr eigentlich immer ein Tablet braucht. Ihr braucht ja immer euer iPhone oder auch ein Android-Handy, völlig egal. Das ist hier nicht ganz der Fall. Ihr habt eure Fernbedienung, ihr benutzt das ganz normal. Klasse Marke. Wollte ich mal ganz kurz erwähnen. Richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal hoch, denn es geht mittlerweile bei Fidelity jetzt auch in die obere Etage, das ist ganz, ganz neu. Das war bis vor kurzem absolut noch nicht der Fall. Und das will ich euch natürlich auch ganz gerne mal zeigen. Also einen Raum halte ich euch noch vor, den zeige ich noch nicht. Da wird es ein eigenes Video drüber geben. Das ist ein Raum, der sich hinter dieser Wand verbirgt. Der Raum ist mit Abstand der größte HiFi-Raum, den wir haben werden. Ungefähr 75 Quadratmeter groß wird er sein. Und da sind wir gerade dabei, das auszubauen. Ihr werdet ein eigenes Video darüber sehen, weil das wirklich, hoffe ich sehr, ein ganz, ganz toller Raum wird, auch designtechnisch ein cooler Raum wird. Und da werden praktisch so 3 Inseln drin sein, wo man Musik hören kann natürlich, logischerweise, und auch für sich wieder ist.
Und, aber da wird einiges passieren. Auch die Wand zum Beispiel, nur mal so, ob man es sehen kann, die wird verschwinden, die wird dann wieder hier angesetzt. Also es wird ein bisschen Wahnsinn betrieben, damit das dementsprechend ja, gut klingt, gut aussieht und euch vor allem gefällt. Gehen wir weiter. Genau. So, jetzt zeige ich euch mal einen Raum, wo ihr sagt, oh Gott, was hat der mit Fidelity eigentlich zu tun? Eigentlich fällt es mir sich wenig. Der Raum ist entstanden damals durch unseren lieben Freund, und das betone ich, lieben Freund Roman Mundhenk, der das Ganze, was ihr hier seht, wo ich euch voller Stolz durchführe, designt hat. Der hat jeden einzelnen Quadratzentimeter durchdacht und hat gesagt, nee, lass uns das doch so machen. Immer ganz vorsichtig, immer das Gefühl uns gegeben, wir haben alles ausgesucht. Das hat er natürlich in Wirklichkeit im Hintergrund vorher schon getan. Aber es ist wirklich stimmig, ein tolles Konzept. Wie gesagt, ich bin 5 Jahre hier und ich kann euch eins sagen, das meine ich wirklich ehrlich, dass ich gehe jeden Tag so gerne morgens hier schon rein, weil es sieht so hammermäßig aus. Also es bringt Spaß, in so einer Atmosphäre zu arbeiten. Und jetzt zeige ich euch mal seinen Raum, weil wir haben damals gesagt, Roman, bleib hier, du brauchst ein Büro, weil das war ein bisschen beengt bei ihm. Dann haben wir gesagt, komm, bleib doch hier, dann hast du deinen eigenen Raum hier. Den hat er auch, aber der wird jetzt zweifach genutzt. Einmal für Roman selbst, wenn er mal da ist, und sonst aber auch für euch, für uns, aber in dem Fall eigentlich mehr für euch. Und das will ich euch gerne mal eben zeigen. Da hat sich Dimi übrigens also wirklich schwer verausgabt und hat hier einen Raum, der ist noch nicht fertig, der wird euch aber nochmal richtig präsentiert, aber ich möchte ihn ganz kurz einmal zeigen. Und zwar, wir haben hier Aktivlautsprecher drin. Das ist mega. Und zwar haben wir von Cabas zum Beispiel die Pearl, die Akuya. Wir haben die neue Phantom da, also beide Phantoms natürlich, die es gibt. Wir haben da hinten, seht ihr auf der Ablage, seht ihr Reactor noch, die kleine 600er, 900er, Gecko dazu, also das zum Verpacken. Wir werden hier drin haben, das seht ihr hier schon, die LSX von KEF dementsprechend. Auch die Wireless LS50 Römisch 2 wird hier noch drin stehen. Der Raum ist ein Raum, wo wir praktisch Aktivlautsprecher zeigen können. Und zwar eigentlich alle, die momentan Rang und Namen haben, für meinen Geschmack zumindest, muss ich sagen, das sind höllisch gute Sachen und die bringen richtig viel Spaß. Was wir auch machen wollen, bleibt nochmal hier, lauf nicht weg, ist nicht aufgeräumt jetzt. Und zwar, hier wird eine kleine Bar entstehen. Den Wunsch hatten Frank und ich schon immer irgendwie. Und zwar nicht, weil wir uns abends hier ordentlich einen reinhauen wollen, sondern eigentlich viel mehr, dass man auch mal mit Kunden nochmal in Ruhe irgendwie sitzen kann und nochmal sagen kann, komm, wir trinken nochmal ein Bierchen oder auch mal einen Sekt oder was auch immer dementsprechend. Da will Roman noch hier hinten ein bisschen was bauen, dass es auch so einen Barcharakter hat. Ich finde das cool. Warum soll man das nicht in seinem eigenen Geschäft haben? Wir sind alle nicht gefährdet, nicht, dass ihr das denkt. Überhaupt nicht. Aber ich finde es einfach von der Atmosphäre mega, sowas in seinem Raum zu haben. Und was hier auch noch sein wird, ist, wir werden hier noch einen großen Fernseher installieren. Denn dieser Raum war immer schon gedacht auch, dass wenn die Mannschaft hier Fußball oder was auch immer, dass man sich mal hier ruhig treffen kann und sagen kann, warum denn nicht? Dann treffen wir uns auf ein Bierchen hier, gucken ein bisschen Fussi und dann ja, wird das so genutzt. Finde ich mega. Okay, und der letzte Raum, den ich euch gerne zeigen möchte, der ist auch nagelneu, der ist, also da war jetzt heute das erste Mal ein Kunde hier drin. Das ist unsere Sonos-Welt. Wir haben tatsächlich gesagt, das ist bei uns ein sehr, sehr starkes Produkt und es ist auch ein starkes Produkt. Sonos ist die, für meinen Geschmack, Mutter des Streamings. Warum? Gibt es schon seit, ich weiß gar nicht, 17 Jahren, 18 Jahren, also schon sehr, sehr lange, wo andere also Jahrzehnt später überhaupt das auf den Markt kamen oder anderthalb Jahrzehnte später überhaupt das auf den Markt kamen. Sonos gibt es schon lange. Die machen Dinge, viele, viele Dinge sehr richtig, haben praktisch keine Kinderkrankheiten mehr. Und der Gedanke von uns war, zusammen mit Sonos einen Raum zu gestalten, wo wir praktisch alle Konfigurationen, die es von Sonos gibt, zeigen können, euch zeigen können.
Was hier noch nicht drin ist, das ist bestellt, das wird aber noch nachgeliefert und dann zeigen wir euch den Raum nochmal für sich auch nochmal ganz allein. Ist, hier kommt natürlich noch ein großer Teppich rein, hier kommen noch Sitze rein, hier kommt noch ein Tisch rein, dass es ein bisschen gemütlicher wird dementsprechend. Und was haben wir hier? Also guck mal, wenn man gerade ausguckt zum Beispiel, haben wir ein Möbel wieder von Spektral. Wir haben hier die Arc. Und die Arc mit einem Fernseher verbunden natürlich, hat natürlich auch zwei rückwärtige Lautsprecher, die würden dann praktisch hier entstehen. Die sind schon da, die Lautsprecher, aber jetzt momentan stehen sie hier noch nicht. Warum? Dass man eben Dolby Surround hören kann. Das gleiche, so wie du stehst, ist super, bleibst so stehen, ist das gleiche hier. Hier seht ihr die Beam, das gleiche, wenn du einmal einen Schwenk machst nach hinten, siehst du es auch. Hier habt ihr zum Beispiel zwei, in dem Fall sind das jetzt die G2, also die One G2, als Effektlautsprecher. Wir können die natürlich aber auch ganz blitzschnell umprogrammieren, dass man eben sagt, nee, ich will sie gar nicht als Effektlautsprecher haben, ich will sie mal so hören, wie klingen die eigentlich als Stereopaar, wie klingen die eigentlich allein, wie klingt denn eigentlich Five als Stereopaar, wie klingt es allein, wie klingt es denn eigentlich mit Subwoofer und der Move, wie klingt denn eigentlich der? Gibt bald was Neues, ich darf noch nichts verraten, aber das wird ein Kracher werden, kann ich euch jetzt schon sagen. Dann haben wir hier von Sonos, das ist ja der Amp, den kennt ihr, der vorherige war ja ein weißer Verstärker, jetzt ist er schwarz geworden, deutlich stärker von der Leistung her betrachtet. Warum drei Stück? Kann man leicht erkennen. Wir haben einmal In-Wall, wir haben einmal On-Wall und wir haben einmal In-Ceiling. Und die sind eben als einzelne Zonen, haben wir gesagt, nein, die muss man auch wirklich im Vergleich hören können. Wie klingen die eigentlich? Das ist ein Produkt, was Sonos eigentlich zukauft. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, wenn ich das sage, bei der Firma Sonens. Sonens führen wir schon seit 20 Jahren. Das ist ein ganz exzellenter Hersteller von Einbaulautsprechern. Und Sonos hat das mit Sicherheit auch mitbekommen und hat gesagt, du, können wir nicht zusammenarbeiten. Also powered by Sonos oder in dem Fall powered by Sonens eigentlich, sind diese Lautsprecher. Das sind Sonos-Produkte. Vielleicht habt ihr das noch nie gehört, aber das sind eben wirklich Sonos-Produkte. Ja, was haben wir noch? Hier drin, genau, das ist, ja, genau. Und zwar haben wir so ein bisschen retromäßig nochmal eine Anlage hingestellt. Warum haben wir das gemacht? Nicht um die Retro-Anlage zu zeigen, sondern eigentlich um was ganz anderes. Hier könnt ihr nämlich sehen, ich ziehe hier mal so ein bisschen vor. Das ist der Sonos Port. Das hatte ich euch schon mal vorhin so einmal kurz angedeutet. Wozu ist der da? Ich habe eine bestehende Anlage. Ich habe Lust auf Sonos. Dann hole ich mir den Sonos Port, schließe ihn praktisch wie ein CD-Player, entweder digital oder analog, an den Verstärker an. Gehe auf die Quelle dementsprechend, meinetwegen AUX in oder wie auch immer. Und dann habe ich praktisch Sonos mit am Start und kann über meine Anlage Sonos genießen. Was natürlich super ist, wenn ihr es noch in der Küche hättet, im Badezimmer habt oder wo auch immer, dass ihr Multiroom praktisch aufbaut. So könnt ihr auch eine bestehende Anlage gangbar machen. Darum geht es praktisch bei der Geschichte auch. Aber das führen wir euch nochmal im Genauen vor. Ja, ihr Lieben, also wir sind auch jetzt am Ende. Ich weiß, ich habe tierisch viel geredet, es tut mir leid. Ich hoffe, da waren ein paar Brocken bei, wo ihr sagt, das war interessant für euch. Ich fand es spannend, durch mein eigenes Geschäft zu gehen, also wirklich spannend. Vor allen Dingen, es sieht auch sehr schier aus. Wir haben ja heute, wie gesagt, Tag der Öffnung. Ihr könnt euch vorstellen, was wir Freitag gemacht haben, nachdem wir 12 Wochen hier ohne Kundschaft praktisch gehaust haben, muss man fast schon sagen. Also wir mussten ein bisschen was bewegen, das haben wir auch gemacht. Jetzt sieht es wieder tipptopp aus, wie es immer eigentlich aussieht. Wir freuen uns auf euren Besuch, hoffentlich mal, dass ihr wirklich die Zeit euch nehmen könnt. Viele von euch wohnen natürlich zu weit weg, die werden uns wahrscheinlich nie besuchen können, aber die ein bisschen näher wohnen, da freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal euch hier, wenn ihr mal vorstellig werdet und mal was gucken wollt, wenn ihr was hören wollt, ruft an, wenn ihr Fragen habt, ruft durch, das kriegen wir irgendwie alles geregelt, hoffe ich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es gefallen, euch durch unser Geschäft zu führen, sehr gefallen. Lasst einen Kommentar da. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wo ihr sagt, oh, könnte man das nicht noch so machen? Also ich will nicht zu weit gehen, wir werden jetzt umdekorieren, aber vielleicht hat manchmal wirklich nochmal jemand einen Blick, der sagt, das wäre doch cool, wenn man vielleicht das nochmal macht. Es. Schreibt alles rein, wir freuen uns über eure Kommentare. Und wie gesagt, lasst ein Like da, lasst einen Daumen hoch und lasst ein Abo da. Und ich freue mich auf euch beim nächsten Vergleichstest. Bis dahin, ciao.